Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mindestens 6 Tote bei Großbrand in Londoner Hochhaus. Mehr als 50 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Deutsche Rüstungsexporte gehen weiter zurück. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurden Güter im Wert von gut 2,4 Milliarden Euro exportiert, heißt es im Rüstungsexportbericht. Im Vorjahreszeitraum lag die Summe noch fast 1 Milliarde höher. Hauptversammlung von Air Berlin. Die Aktionäre der hochverschuldeten Fluggesellschaft beraten in London über die Zukunft des Unternehmens. Mehrere Sanierungsversuche waren gescheitert. Zuletzt stellte Air Berlin einen Antrag auf staatliche Unterstützung. Australien zahlt 47 Millionen Euro Entschädigung an Bootsflüchtlinge. Knapp 2000 Flüchtlinge hatten geklagt, weil sie unter schlechten Bedingungen auf einer Pazifikinsel festgehalten wurden. Eigentlich wollten sie nach Australien. Pflanzliche Produkte dürfen nicht Käse heißen. Diese Bezeichnung sei Tierprodukten vorbehalten, entschied der Europäische Gerichtshof. Das Gleiche gelte für Begriffe wie Butter, Milch und Joghurt. Und das Wetter heute verbreitet sonnig, im Norden und Süden zeitweise wolkig, über den Bergen vereinzelt Schauer oder Gewitter, die Höchstwerte 18 bis 29 Grad.